Jo, und jetzt kommt zu einem weiteren Part von Mario Kart 8 Deluxe. Heute fahren wir den Triforce Cup. Und zwar mit Link, habe ich ja schon angekündigt. Und zwar mit dem, diesen Link. Mit den, wie heißt dieser Bike nochmal? Genau, Eponator Zero. Mit den passenden Reifen natürlich. Und zwar mit den Antikreifen. Und mit dem Parasegel, genau. Und heute fahren wir Marios Goldmine, Regenbogen, Boulevard, Super Mario Kart, Pokal, Polarkreisparcours und Hyrule Piste. So, scharf driftendes Bike, das wird wieder interessant für euch wahrscheinlich, für mich wahrscheinlich auch, und los geht's mit dem Fehlstart, super. Wenn man das Spiel seit Tagen nicht mehr angefasst hat. Hä? Ist doch nicht scharf driftend. Okay. Ich hatte... Was? Das lenkt sich ja voll seltsam. Scheiße. Doch, es nicht schaffe. Ja, nice. Cool. Kann ich ja driften, wie ich will. Ja, mega. So, das Bike gefällt mir. Und ich bin es nie gefahren, wenn ihr als es gesehen habt. Den Ausrufezeichen. Ja, ja. Alles zum ersten Mal. Da. Oh, also der Part wird doch entspannt, hoffe ich mal. Nicht, dass ich betrogen werde mit irgendeinem Mist, ne? Ihr kennt ja meinen Betrug. Spezial Cup 150. Das zum Beispiel, oder... Ja, das mit Toad im letzten Part, das war... Das war gemein. Mir fällt nichts anderes ein als gemein. Das geht gar nicht. Na, wie geht's dir so, Starry, ha? Huh? Alles klar bei dir. Oh, jetzt habe ich die Hupe, ja super, wo ich getroffen wurde. Danke, Spiel. Also wenn er nochmal kommt, sage ich nichts, aber ein bisschen Farsche hier, ha? Huh? Ich scheiße es zusammen, ich weiß. Aber Vorsprung haben wir. Und das war sehr lucky. So. Aber dennoch. Danke, Fledermäuse oder wie auch immer ihr heißt. Wir haben einen Vorsprung. Was mich wundert. Driften. Ach, buhu. Mein einziges Schutzitem klaust du. Hätte es nicht andersrum sein können, dass die Münze erst kommt und dann die Banane? Nein. Natürlich nicht. Was doch sonst? Arsch mal ins Platina, komm. Hey, 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 hey. So. Da kommt schon wieder ein Starring. Eieiei. Da ist er ja. Hi, aber zu spät. Tja. Knochen, Bowser und Cooper. Das wird interessant. So, worüber können sich in diesem Part reden? Ich weiß es noch nicht, aber ich. Vielleicht finde ich ein Gesprächsthema. Doch. Aber ja. Weil das Video kommt ja heute. Samstag. Und das wäre noch zu früh. Wenn ich dieses Gesprächsthema schon anschneide. Obwohl es in der Vergangenheit spielt für euch. Ja. Und für mich auch. Ja.
Aber für mich ist es noch in der Zukunft. Für euch ist es noch auch Zukunft. Aber machen wir es im nächsten Part. Ja, natürlich. ich glaube, das ist schon Gesprächsthema genug, weil ich hätte durchgereicht. Juhu. Ja, bis zum vierten Platz immerhin nur. Nur. Aber hey, das ist Mario Kart. Da kann doch alles passieren. Hey. Lass mich hier in Ruhe, ja? Machen Bowser, du musst. Als ob! Wer legt denn da schon wieder eine Banane hin? Boah, Koopa! Was soll denn der Mist? Genau da an den Banane. Geh mal weg, ey. Boah, Raucher! Ja, jetzt kommt noch ein Blitz, wunderbar. Vielleicht kriege ich doch noch den ersten Platz. Mal gucken. Ich muss es auf jeden Fall versuchen. Darf ich auch mal groß sein? Dankeschön. Nein, vergesst das. Ich kann die Strecke einfach nicht. Obwohl, es ist noch sehr viel offen. Sind alle nah beieinander. Ich hab nur ein Item. Das war klar. Aber. Banane. Keine Banane hinter der Münze. Oh mein Gott. Alter. Baby Rosalina. Die stand genau hinter mir. Alter. Junge, Junge, Junge. Gefährlich, gefährlich. Ich lebe gefährlich, ey. Kennt ihr diesen Meme? Ach ja, Alblali, die alten guten Zeiten. Ja. Leider ändert sich so einiges, aber na gut. Er ist halt nur Streamer geworden und ja. Twitch ist immer noch nicht meine Plattform, auch nicht zum Anschauen. Ich weiß, warum viele YouTuber auf Twitch wechseln, um zu streamen, da man da einen zweiten Standbein hat und so, aber nee. Mag ich trotzdem nicht. Ich habe ja zwar Twitch und Twitch-Account, habe ich sowieso wegen US Tournaments jetzt, weil wir es auf Twitch und YouTube streamen werden, beziehungsweise ich die Turniere und ja, naja, ich weiß nicht, Twitch sagt mir immer noch nicht so zu. Wenn Twitch Partner ist, ja, dann hast du Arschkarte, weil du nicht mehr auf YouTube streamen darfst. Voll bescheuert. Naja, ich bleib bei YouTube, wenn ich streame, und nicht Twitch. Da mir das Layout von YouTube besser gefällt. Ja. Und ich habe gehört, man kann ja halt neuesten Videos hochladen auf Twitch, aber es nutzt kein Schwein. Naja, ich werde es auf jeden Fall nicht nutzen. Ich meine, Twitch ist ja bekannt zum Streamen und nicht um Videos zu gucken, sondern eher YouTube. Aber ja, jeder wie er mag, ne? Aber ich kenne bis jetzt keiner oder keine Person, die diese Funktion nutzt, bei Twitch Videos hochzuladen. Nur Streams und Stream-Ausschnitte, die Zuschauer erstellt haben. Aber sonst. Ist wieder so nah dran, Alter. Gefährliches Baby. Gefährliches Baby. Knochenbowser, was mit dir passiert, Mann? Alter. Ja. Jetzt wird noch Baby so Rosalina gefährlich.
Und zwar auf meiner Lieblingsstrecke überhaupt in Mario Kart. Auch wenn es nichts mit Mario Kart zu tun hat. Außer, dass es im Spiel drin ist. So, haben wir einmal die Hupe gehört. Ah. Superstart habe ich immer noch nicht drauf. Naja, sei es drum. Ah, ich hätte sie in der Luft treffen können. Ich Idiot. Ist mir jetzt eingefallen. Aber ja, gut. Dumm. Ihr wisst ja, dass ich ja dumm bin. Ne? Nichts Neues. Aber trotzdem sieht's gut aus. Vorsprung ist nicht mehr so groß wie in der ersten Strecke. Naja. Aber jetzt kann es ein bisschen ausbauen mit Driften, wenn ich das hinkriegen würde. Da hat irgendjemand eine Grüne herumgeschossen, das habe ich noch gehört. Was ich alles höre, ne? Naja, es ist ja genauso wie bei Splatoon. Ich höre einen Baller, obwohl ich den gar nicht sehe und der rechts oben war. Höre ich trotzdem. Auch wenn es mega leise ist, ich höre es trotzdem. Und sagt, haupt nicht den Dinger. Oh, Baller kommt, ich weiß nicht von wo, aber ich höre ihn. Oder so ein Mist, oder ein Hammer, ne? Spezialwaffe Hammer. Was? Wie? What? Ah ja. Ich wusste es. In der letzten Runde. Durch meinen einen scheiß Fehler mit dem Bonbon. Boah, du blöde Kuh. Aber sie muss doch in der Luft getroffen sein, oder? Bin mir echt nicht sicher. Ja, sie wurde in der Luft getroffen, sehr gut. Yes! Ich hab sogar die Hufe. Haha, Stari, du kannst gerne kommen. Jetzt kommt er nicht, ne? Weil ich eine Hufe habe. Das ist so typisch. Und nope, er kommt nicht. Nice! Viermal erster. Wunderbar. So will ich es doch sehen eigentlich. Und nicht mit Toad und Rote und Banane. Das war der letzte Part, by the way. Das war dumm und lächerlich. Sowas höre ich doch gerne. Mit volle Punktzahl. 3 Sternen. Oh. Mist. Französische Übersetzung ist immer noch nicht da. Da muss ich nochmal ansprechen. Na gut. Auf jeden Fall. Wenn ihr wissen wollt, welche Übersetzung auf Französisch. Die Splatoon Maps für die Splatoon Turniere. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt Daumen hoch, wenn ihr das passen wollt, abonnieren und Glocke aktivieren natürlich mit allen Videos, ne? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.